So, und am nächsten Tag dachte ich, da zeige ich euch einfach mal, wie ich das da mache. Den Rest halt, da wollte ich jetzt mal diese Tofu-Würstchen von Gut Bio aus dem Aldi ausprobieren. Und hat da schon eine Pfanne. Und das ist ja der Rest von dem Pizzabelag. Und die restlichen Artischocken. Dann habe ich noch zwei Tomaten. Und das schnippel ich jetzt nochmal schnell zusammen. Und so, jetzt habe ich die Tomaten halt geschnitten. Die packe ich gleich mit rein da. Die restlichen Artischocken. Die Würstchen habe ich jetzt schon mal aus der Packung rausgenommen. Die waren in so einer komischen Packung da. Und ja, die schneide ich jetzt noch klein. So, kleine Schnitte. Jetzt kommt das Ganze hier in die Pfanne. So habe ich mal ein Licht angemacht. So schaut das aus. Das sieht richtig gut aus. Und jetzt noch die Würstchen da rein. Die Tofu-Würstchen. Und wieder fülle ich mit einem Arm. So, das lasse ich jetzt schön ein bisschen höher schrauben. Das lasse ich jetzt alles ein bisschen vor sich hin braten, köcheln, wie auch immer. Und ja. So, das köchelt jetzt schon, das bratet jetzt schon. Was ich, 5 Minuten? 3 oder 3, gerade 5 Minuten. Und ich mache das jetzt auf und dann bewege ich das. Man kann das natürlich jetzt auch noch würzen und was anderes ranmachen. Aber wie ihr schon fest gemerkt habt, ich würze nicht viel, weil so welche verarbeiteten Produkte sind mir einfach meistens, dadurch, dass Glutamat dran ist, schon viel zu selber schon zu würzig oder bekannt, weshalb ich da nichts mehr ranmache. Ja, und ich bin halt nicht so der Typ, der so extrem gerne scharf ist oder würzig, sondern eher das neutral mild, minimal am besten weiß ich vielleicht. Und ab und zu eine milde Schärfe ist okay. Ja, dann probiere ich aus. So, sieht das schön lecker aus. Und das esse ich jetzt. Glas Wasser dazu. Oder Selta besser gesagt. Und hier will ich nochmal kurz zeigen. Die hatte ich ja jetzt da rangemacht. Da sind immer 7 Stück drin. Und Fokus. Ja, 100 Gramm haben 225 Kalorien und Würstchen hat 25 Kalorien. Ja, sieht man so ein bisschen. Fett, dafür nicht so viel Zucker. Salz 100 Gramm, 1,6 Gramm, das ist schon, denke ich, viel. Aber auch Eiweiß 27 Gramm und das ist gar nicht so schlecht. Und das sind so die Zutaten. Klar, verarbeitet. Trinkwasser. Und wieder Rohrzucker mit drin, naja. Aber es geht im Großen und Ganzen, es ist nicht so extrem schlimm. Auch Meersalz. Ja. Wie gesagt, 7 Stunden. Da sind noch wieder ein paar Rezepte mit dabei. Ein Würstchenwrap. Juhu. Ja. Kann man mal essen. Jetzt. Ja, probiere ich mal. So, ich probiere das jetzt mal. Ist noch sehr heiß, merke ich gerade. Und da wieder Artischocken mit drin, ist ja klar. Ich liebe Artischocken. Die Würstchen finde ich echt klasse. Ja, toll. Und Würstchen sind toll. Welche öfter mal kaufen. Ja. Das war jetzt einfach mal so ein kleines Reste verwerten Video. Veganes und diese Tofu-Würstchen habe ich ausprobiert zum ersten Mal. Zumindest sind die von zumindest sind die vom Aldi.
Ja, und ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, weil ich ja in letzter Zeit echt mehrere Videos schon so jetzt hochlade, wo ich was koche, wo ich was ich zu essen mache, was ich so tue. Das werde ich auch machen, wenn ich halt meine Abnehmvideos halt oder meine Ernährungsumstellung, die werde ich auch euch dann zeigen und filmen. Ich fange sie ja langsam Stück für Stück schon an, aber werde dann halt meinen Arzt besuchen, also einen radikaleren Start machen, nur meine Arztbesuche und mein Umzug und das Ganze, das zögert sich so ein bisschen raus, weshalb ich nicht so den gerade aktuell in meinem Lebensraum bin, wo ich die Muße und die Zeit habe, mich direkt darauf zu konzentrieren. Und ich baue das trotzdem so ein bisschen ein und man kann sich denken, meine Oma zum Beispiel ist nicht so vegan jetzt oder irgendwie sowas, sondern ganz normal omnivor. Sie isst sehr, sehr gern Fleisch, Gemüse mag sie eigentlich gar nicht großartig. Weshalb auch das nicht so umsetzbar immer alles ist, aber ich kriege es ganz gut hin. Ja, also ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob euch solche Videos auch gefallen, ihr gern sowas seht. Mir macht das mega Spaß, auch das Filmen. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Lebtag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.